Ja, meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz ungewöhnliche Aufgabe, die ich jetzt habe. Einerseits soll das jetzt Laudatio sein, die Fakten haben wir schon gehört. Andererseits soll es das Kennenlernen der Preisträgerin sein in unserem Gespräch. Es soll kein Interview sein, sondern wir sollen beide unsere Gedanken austauschen. Also ein anspruchsvolles Format, was sich die Theodor-Heuss-Stiftung da erdacht hat. Wir wollen das mal versuchen. Und das Besondere, glaube ich, an der Theodor-Heuss-Stiftung ist, sie bringt unterschiedliche Menschen zusammen. Wenn man fragt, wo steht sie politisch, wirkt das bei Wikipedia so, als sei das klar. Sie ist aber parteilos. Sie hat in unterschiedlichen Schattenkabinetten sich bereit erklärt, in eine Regierung einzutreten. Das hat leider jedes Mal nicht geklappt. Aber ich glaube, wenn man sie politisch einsortieren will, war der Sitzplatz da schon ganz richtig. Neben Armin Laschet und Cem Özdemir. Nicht weit weg von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Gerhard Baum. Und natürlich mit einer Rednerin Gesine Schwan, die zeigt, dass in allen demokratischen Parteien nette Leute sind. Und genau das wollen wir jetzt versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. Wo sind eigentlich diese beschriebenen Gemeinsamkeiten der Demokraten? Ihre Familie, ihr Vater, ihre Mutter kamen nach Deutschland in den 70er Jahren, obwohl es schon den Anwerbestopp für sogenannte Gastarbeiter gab. Gastarbeiter ist ein typisch deutsches Wort. Kein Land der Erde würde die Menschen, die Gäste sind, arbeiten lassen. Aber wir haben darunter verstanden, die kommen zu uns, gehen aber auch wieder weg. Das war aber vorbei. Ihr Vater kam und ihre Mutter auch aus politischem Druck hierher und sie sind dann hier geboren. Hat allein das geprägt, diese drohende politische Verfolgung der Eltern, dass man sich gesellschaftspolitisch engagiert? Ja, lieber Armin, vielen Dank und was für eine Ehre, heute mit dir ins Gespräch zu gehen an so einem besonderen Tag. Und ich muss gestehen, dass ich es fast als unwürdig empfinde, mich im Sitzen zu bedanken angesichts dieser besonderen Würdigung. Und ich möchte sozusagen auch im Namen meiner Eltern, und das wurde ja heute sichtbar auch in der Rede, kurdisch-jesidische Geflüchtete. Es wurde auch sichtbar, dass wir viele sind. Lange Zeit waren wir zu viel. Aber ich bin froh, dass wir angekommen sind und zwar alle gemeinsam. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass diese Auszeichnung des Theodor-Heuss-Preises in diesem Rahmen, in dieser Umgebung, in dieser Stadt, in dieser Landesregierung für mich was sehr Besonderes ist. Und ich muss an den ersten Satz meines Vaters denken in Zusammenhang mit dem Grundgesetz. Er hat nämlich gesagt, ich habe meine Kinder und vor allem meine Töchter ins Grundgesetz gerettet. Ein Grundgesetz, das maßgeblich, Ludwig, von deinem Opa geschrieben worden ist. Und dafür möchte ich Danke sagen. Um deine Frage zu beantworten, muss ich automatisch an Hannah Arendt denken, dass man sich immer als das verteidigen muss, als dass man angegriffen wird. Und tatsächlich war unsere heile Welt als Kurdinnen und Jesidinnen immer von allen Seiten bedroht. Und ich glaube, da war auch der Ort der Resilienz, der psychischen Widerstandskraft, weil sie alternativlos war. Und wir diese Verwundbarkeit, die offene Wunde der Verfolgung des Völkermords, für den sich niemand interessierte und der erst 2014 erzählbar wurde und auch nicht mehr losgelöst zu verstehen ist von der Geschichte dieser Stadt und dieses Landes, wahrgenommen. Und um es zu konkretisieren, dieses Sonderkontingent, was entstanden ist, und du hast das gerade so schön beschrieben, den Schatz der parteiübergreifenden zivilgesellschaftlichen Aktion, so begreife ich mich als außenparlamentarische zivile Kraft, die natürlich auch immer stört. Also ich glaube auch, dass das eine Aufgabe ist, die wir haben müssen und dass wir alle brauchten. Und dass das Sonderkontingent, was Sie ins Leben gerufen haben,
dass das beispiellos war weltweit und dass aus diesem Sonderkontingent, es geht heute überhaupt nicht nur um mich, es geht noch um so viele mehr, die wir heute kennenlernen werden, 1100 Menschen einen German Dream gegeben hat, eine davon die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Die Frage ist nur, wie viele lassen wir zurück und warum schieben wir diese Menschen gegenwärtig wieder ab? Und ich sitze hier heute auch, um mit Ihnen gemeinsam für ein zweites Sonderkontingent zu kämpfen und nicht für die Abschiebung von Jesiden. Also die eigene Unterdrückung, die eigene Bedrohung hat dann ermutigt, hier die Chancen des Grundgesetzes zu nutzen. Die Eltern haben auf Bildung für ihre Kinder gesetzt. Dadurch ist der Aufstieg gelungen. Und ja, Demokratie unter Druck ist das Jahresmotto. Gemeinsam für Freiheit Verantwortung tragen. Wodurch ist die Demokratie eigentlich am meisten unter Druck? Also ich habe mir eben so beim Gedenken allein 7, 8 Punkte geschrieben, von wo Demokratie unter Druck ist. Mhm. Was würdest du sagen? Na, unsere Versöhnung ist vergiftet von Ideologien. Und ich glaube, dass Demokratie nie mehr unter Druck stand, als wir es gegenwärtig erleben. Weil die Welt, von der wir bedroht waren als Minderheiten, das betrifft ja nicht nur Jesiden. Und ich finde es wichtig, auch nochmal ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass unser Engagement weit über die eigene Betroffenheit hinausgeht. Und ich hoffe, dass wir das tagtäglich auch einlösen, insbesondere vor dem aktuellen Nahostkonflikt, der Menschenleben wieder einteilt in Regionen, Religionen und Nationen, dass unsere Stimme genauso laut ist gegen Antisemitismus, gegen Islamismus, gegen Rassismus und jedwede Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube, dass wir es den Verfassungsfeinden und Demokratiefeinden zu einfach gemacht haben in den letzten Jahren, zu lange sitzen geblieben sind. Ein Privileg und Luxus, den sich Menschen weltweit gar nicht mehr erlauben können. Aber ich glaube, dass der Name sozusagen des Preises zeigt, Theodor Heuss, wie wichtig das ist. Denn zu der Zeit, als er am Grundgesetz geschrieben hat, war die BRD das Gegenteil von dem, was es heute ist, ein Sehnsuchtsort. Und dieser Sehnsuchtsort war auch ein Sehnsuchtsort für meine Eltern, für Fatma und Şemus aus Diyarbakır an der türkisch-syrischen Grenze. Ein ganz einfaches, bodenständiges Leben, was geprägt war von Verfolgung. Eltern, die, und das werde ich nie vergessen, die immer auch in den Erzählungen so erzählt worden sind, dass ihnen die Würde abgesprochen wurde, weil sie die vermeintlich falsche Religion haben. Und wenn wir etwas über Menschenfeindlichkeit und Völkermorde sagen können, dann beginnt es immer mit dem Satz, die müssen weg. Und da müssen wir sehr hellhörig werden in allen Gesellschaften. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich bei den Menschen zu bedanken, die mit uns gemeinsam diese Wege durchlaufen haben, als wir kein Mikro in der Hand hatten und so viel Gegensatzspannung hatten, dass viele auch gerne den Kopf in den Sand gesteckt haben. Darunter sind Menschen wie Michael Blume. Michael, ich freue mich, dich heute zu sehen. Der Leiter des Sonderkontingents, der selber unter Einsatz seines eigenen Lebens 16 Mal runtergeflogen ist und bei diesen Frauen mit ausgesucht hat. Was für eine schwere Entscheidung, weil man so viel zurücklassen muss. Jan Ilhan Kizilhan, ich glaube, also ich weiß, wenn er nicht schon Ehrenbürger dieser Stadt ist, dann muss das dringend werden. Jemand, der als Traumapsychologe, aber vor allem als Mensch uns jesidischen Frauen immer den Rücken freigehalten hat, denn auch in unserer eigenen Kultur ist dieses Leben, was wir heute führen, alles andere als selbstverständlich und selbsterklärend mussten wir erstmal das eigene Patriarchat bekämpfen, um es weltweit zu bekämpfen und um hier heute zu sitzen und Papa und Mama stolz zu machen. Und ich glaube, du hast es gerade angesprochen, dass diejenigen, also für denen die Minderheiten bekämpft sind... Du bist eine begnadete Politikerin, weil du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Naja, du hast ja gefragt, von wem wir unter Druck... Genau, von wem wir unter Druck... Also ich kann mich dann an eine Frage erinnern, die wollte ich gerade beantworten. Und zwar ist glaube ich, dass die Minderheiten ein Seismograf sind. Und diejenigen, von denen die Minderheiten sozusagen bedroht sind, von denen ist eine ganze Gesellschaft bedroht. Und deswegen ist sozusagen diese Entstehung der Feindbilder genau das, wo wir ansetzen müssen. Wir haben es bei den starken, wunderbaren Vorrednerinnen auch gehört, dass unsere Demokratie deshalb unter Druck steht, weil wir herausgefordert werden, weil wir mit einer Partei zu tun haben im Deutschen Bundestag, die der verlängerte Arm der Rechtsextremen ist, weil heute
Initiativen mit Medaillen ausgezeichnet werden, die tagtäglich in den ostdeutschen Kleinstädten beweisen, was Mut bedeutet. Denn dort auf die Straße zu gehen, beispielsweise in Pirna, obwohl der Bürgermeister von der AfD ist, das zeigt den Druck, wenn sie als Nestbeschmutzer bezeichnet werden, wenn sie im Beisein ihrer Kinder angegriffen werden. Es ist nicht mehr so einfach für diese Gesellschaft, die Demokratie und dieses Grundgesetz zu kämpfen. Und deswegen brauchen wir jeden Einzelnen. Ja, vielen Dank. Ich will jetzt nochmal in den Laudationes-Teil, also in den lobenden Teil übergehen, weil Düsen Tekkal das versteht, ihre Position zu vertreten und jeder, ob von links oder von rechts, sie dann, wenn sie was Bestimmtes sagt, für sich in Anspruch nimmt. Also, sie ist eine Kämpferin für die multikulturelle Gesellschaft, für unser Einwanderungsland. Dann sagen Konservative und Rechten, naja, teilen wir nicht ganz so und so weiter. Dann sagt sie ein Wort gegen Islamismus, dann jubeln alle und sagen, ja, da seht ihr doch, sie sagt, sie weiß genau, wie das ist, diese ganzen Muslime. So, du wirst immer, wenn du klar zu Israel sprichst, regen sich wieder andere auf. Wenn du dann gleichzeitig aber auch Erdogan kritisierst, sind wieder andere bei den Jublern. Also es passt. Diese Demokratie unter Druck, nicht allein in die Links-Rechts-Kategorien. Ich glaube tatsächlich, dass sie schon längst überholt ist und dass das ja auch etwas ist, womit wir konfrontiert werden. Da geht es gar nicht mehr um Theorieebenen, sondern wir müssen das Ganze runterbrechen. Und das ist eine Vertrauensebene, die wir wieder besetzen müssen. Denn Politik wird von Menschen gemacht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in diesen Möglichkeitsraum zu gehen. Und ich glaube, dass es gefährlich ist, den Beginn einer Schweigespirale zuzulassen, wenn ich immer wieder höre von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gründen, ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, was ich denke und was ich finde und empfinde. Und tatsächlich ist das ja ein Wording, was wir ganz oft vermieden haben, weil wir immer so getan haben, als wenn wir in einer Gesellschaft leben, also auch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, du musst hinterfragen, du darfst laut sein, du darfst kritisieren. Das ist ein Teil unseres Gemeinwesens, aber es hat extrem abgenommen in einer Zeit, wo wir von Ismen umgeben sind und in einer Cancel Culture leben mit digitaler Tötungsabsicht, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und ich glaube, vielleicht ist das die Leistung, die wir bringen. Wir haben vorhin von der französischen Revolution der Brüderlichkeit gehört. Für uns geht es auch nochmal um Fairness und Fürsorge und Schwesterlichkeit. Und ich möchte Frauen sozusagen, das ist auch Jindian Azadi, ich möchte Frauen motivieren und Menschen und Bürger dieser Gesellschaft, das ist nämlich das, womit die bösen Zwillinge arbeiten. Und das ist für mich zum Beispiel total klar, dass ich einen Rassisten, einen Antisemiten genauso bekämpfen muss wie einen Islamisten, weil die sich alle aus derselben Quelle nähern. Es ist sozusagen diese Klammer, die wir begreifen und durchschauen müssen und wo wir nicht zulassen dürfen, dass wir bei dem einen oder dem anderen mehr zulassen oder mehr Räume öffnen. Also ich glaube, heute ist das Wort globaler Süden gefallen. Es kann ja nicht sein, dass nur weil die Menschen dort im globalen Süden leben, wir diese Opferexistenz nähren, denn das ist das, was uns die Zivilbevölkerung vor Ort sagen. Die Freiheitsbewegung in Iran sagt, macht keine Geschäfte mit diesem Mullah-Regime. Warum ist Deutschland der beste Handelspartner, aber wir tun so, als wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen würden? Also da fängt der Vertrauensbruch an und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, warum wir sozusagen oder wie eine wertebasierte Außenpolitik aussieht oder auch eine Iran-Wende, genau dasselbe wie mit der Taliban, dass wir von einem Land jetzt reden, wo wir Frauenhäuser haben im Übrigen, mehrere. Und allein diese Arbeit ist so gefährlich. Und übrigens nicht nur für die Frauen, für jeden einzelnen Mann, der da natürlich mit uns zusammenarbeitet, der riskiert nämlich auch was in dem Moment, wo er sich an die Seite der Frauen stellt. Wir reden von einem Land, wo die Hälfte dieser Gesellschaft keine Zukunft mehr hat. Das sind dystopische Verhältnisse, dass Frauen, nur weil sie Frauen und Mädchen sind, ausgeschlossen werden. Vom Leben. Und auch da muss ich wieder an Hannah Arendt denken, an den Weltbezug. Wenn du den Menschen den Weltbezug nimmst, dann nimmst du ihnen das Leben. Und wenn du ihnen den Weltbezug nimmst, nur weil es Frauen sind, dann dürfen wir das nicht unterstützen. Ich glaube, dieses Wort von den bösen Zwillingen, das du geprägt hast, macht dich auch ein Stück unabhängig gegenüber beiden. Also klar gegen Antisemitismus sprechen, klar gegen arabische Jugendliche auf der Sonnenallee in Berlin sprechen, die Süßigkeiten verteilt, wenn es einen Hamas-Anschlag gibt.
damit trotzdem nicht für die anderen vereinnahmt werden, als siehst du die Araber, siehst du die Muslime. Also wie schafft man diesen Grad? Merkst du selbst, dass du manchmal von den Falschen Zustimmung kriegst? Oder? Nee, ich sag auch warum. Und da muss ich wieder an Theodor Heuss denken, an sein großes Herz, sein großes politisches Herz. Und das hat ihn zum Generalisten gemacht und ich glaube auch geländegängig auf allen Ebenen, egal in welcher Funktion, ob als Künstler, ob als Publizist oder politisch. Und da geht es um eine innere Haltung. Denn wenn ich beispielsweise diejenigen dafür kritisiere, die diesen Terroranschlag der Hamas gefeiert haben, werde ich im selben Atemzug jede muslimische Frau, die unterdrückt wird, weil sie islamfeindlich behandelt wird oder weil sie rassistisch angegangen wird, weil sie ein Kopftuch trägt, genauso verteidigen, wie ich den anderen dafür kritisiere. Und das gehört für mich zusammen. Also es ist wichtig, wirklich nirgendwo Ausnahmen zu machen. Und dass, wenn wir beispielsweise auch Rassismus bekämpfen und die AfD bekämpfen, dann ist das für uns genauso selbstverständlich, wie wenn es um Antisemitismus geht. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir nicht unterschätzen dürfen, dass wir gerade, dass Deutschland sich uneinig ist und was da im Mittleren Nahen Osten passiert, mittelbare Auswirkungen hat. Wir müssen ein Bewusstsein dafür herstellen, dass die Ideologie auch von Islamismus, ähnlich wie Rassismus und Antisemitismus, die geht ja über die Ländergrenzen hinaus. Also wir wissen, insbesondere auch durch das Schicksal der Jesiden und vieles mehr, dass ihre Täter Deutsch gesprochen haben. Wir wissen, dass vor 2 Wochen in Regensburg ein IS-Paar verhaftet worden ist von der Generalbundesanwaltschaft und jetzt in Untersuchungshaft ist. Sie können ja mal mit den Generalbundesanwaltschaften sprechen, wie viele Verfahren dort sozusagen anhängig sind, auch über die Menschenrechtsverbrechen in Syrien. Das heißt, wir müssen noch mal verstehen, wen wir eigentlich unterstützen wollen und wen wir dafür bekämpfen müssen. Für mich ist das überhaupt nicht schwer. Und das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Das heißt nicht, dass ich mich nicht hinterfrage. Das heißt nicht, wenn ich mir einen Krieg angucke, dass ich bei einer Verhältnismäßigkeit eines Krieges nochmal neue Fragen stellen muss tatsächlich. Aber es geht immer wieder darum, dass wir niemanden dehumanisieren dürfen, dass wir nichts generalisieren dürfen und dass wir in einer Zeit leben, wo das sowohl als auch extrem bekämpft wird. Und das ist ja auch der Grund, warum populistische Parteien so gut durchkommen, weil sie die vermeintlich einfachen Antworten liefern, die keine einfachen Antworten sind. Denn das ist das, womit alles beginnt. Und ich glaube, da müssen wir ganz anders kämpfen und werben für diese hiesige Demokratie, für diesen German Dream, der keine Selbstverständlichkeit ist, dass sozusagen der Geist von 75 Jahre Grundgesetz, die Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die müssen sozusagen wieder aktiv werden. Und das ist ja genau das, was wir auch mit den Wertedialogen bundesweit tun, auch mit den Landeszentralen für politische Bildung. Das heißt, anders gefragt, wenn wir so viel dürfen, warum machen wir dann immer noch so wenig? Das ist doch die Frage, die uns interessieren muss. Also was liegt dem für ein sozusagen psychologisches Muster zugrunde? Und es kann ja nicht sein, dass wir diese Kraft, die wir haben, nicht nutzen. Denn wir leben nun mal in einer Demokratie und das glaube ich, ist immer noch das größte Geschenk, was man sich vorstellen kann, auch wenn man dafür am meisten kämpfen muss. Und wir haben es gerade gehört, vor dem Hintergrund des Vernichtungskriegs Russlands in der Ukraine, dass Putin es geschafft hat, eine Gesellschaft zu produzieren von Lemmingen, die bereit ist, sich zur Schlachtbank führen zu lassen und überhaupt nichts mehr ins Leben kommt, sondern dass da eine Todessehnsucht entwickelt worden ist, die als psychologische Kriegsführung dafür eingesetzt wird, dass so viele Menschen sterben. Und das kennen wir von Despotien weltweit. Aber wir lieben doch das Leben. Und auch dafür steht Jinjian Azadi, ein Slogan, den ich aus der kurdischen Freiheitsbewegung kenne, den ich das erste Mal gehört habe, als die mutigen Frauen gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben. Das, was uns verbindet, ist das Ja zum Leben. Und die Despotien wollen genau das bekämpfen. Das muss uns klar sein, dass in dem Moment, wo die Jesidin gefährdet ist, der Jude oder der Moslem, da sind wir alle gefährdet. Ich glaube, wenn Sie bisher gezweifelt haben, warum es dieses Jahr den Theodor Heuss-Preis gibt, ist die Frage jetzt spätestens beantwortet. Und Sie haben eben darauf hingewiesen, was die Herausforderungen des Theodor Heuss-Preises in diesen 59 Jahren waren. Das war mal die Drohung durch den Terrorismus in den 70er, als Gerd Baum Innenminister war und man ja,
die Fahne der Freiheit gegen die, die es übertreiben wollten, mit den Gesetzen hochhalten musste. Und dann kam die Wiedervereinigung, wieder eine Freiheitsbewegung. Dann kamen die Frage der, Sie haben es eben erwähnt, der Migrations- und Einwanderungsgesellschaft, die wieder neue Fragen aufwirft. Und jetzt sind wir, glaube ich, in einer Phase, auch nach meiner Einschätzung, dass wir in einer Schwarz-Weiß-Republik leben. Also es gibt die eine Haltung, die wird dann mit besonderer Moralität betont, und die das anders sehen, zum Teil ausgenutzt von AfD und vielen anderen, sind die Gegenposition. Und je mehr die anderen für sich die Moralität in Anspruch nehmen, je aggressiver wird der andere Teil der Gesellschaft. Wir haben das ein bisschen bei Corona erlebt, zum ersten Mal. Wir erleben es jetzt rund um den Krieg. Es ist ja nicht nur die AfD, die uns bedroht. Es ist russische Desinformation, die uns bedroht. Es ist auf der linken und der rechten Seite des Spektrums zerfasert genau das alles. Und der Diskurs und die Meinung, du hast eben gesagt, manche sagen, man kann nicht mehr alles sagen. Ja, es gibt bei bestimmten Äußerungen Dinge, wo es dann eine Gegenreaktion gibt. Also ich sage mal, wir vermutlich, sehr viele hier sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, müssen die unterstützen und das ist richtig. Aber wenn dann jemand mal sagt, wie können wir denn vielleicht den Krieg auch beenden? Oder Rolf Mützenich sagt, ihn einfrieren oder irgendetwas anderes. Muss man das nicht teilen? Aber man darf den nicht direkt zum Putin-Troll, zum Naivling, er ist eigentlich zu blöd, um zu erkennen, wie die Wirklichkeit ist, und man redet sich dann in eine solche Rage hinein. Über Krieg und Frieden muss es auch Diskussionen geben. Hat's immer gegeben. So, und über... Also so wie du über Islamisten sprichst, wäre, wenn das, sagen wir mal, vor 10 Jahren ein Unionspolitiker gewesen wäre, hätte man gesagt, naja, der ist da auf dem rechten Weg, der hetzt da gegen Islamisten. Nein, man muss das sagen können. Der Islamist ist der böse Zwilling des Rechtsradikalen. Und beides zu benennen, beides in ihrer Struktur zu erkennen, das ist das, was quasi, wenn ich das richtig verstehe, dein Werk und dein Lebensziel auszeichnet. Ja, und ich denke, die größten Opfer auch von religiösen Extremisten sind ja die Muslime, die in den Regionen leben. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und du hast gerade das Beispiel Mützenich angesprochen. Ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich nämlich komplett anderer Meinung bin als Mützenich, es aber nie wagen würde, ihm seine Humanität deswegen abzusprechen. Also das ist ja der Dialog, den wir aushalten müssen. Das ist ja die Art und Weise, wie wir guten Streit auch sozusagen verstehen und übersetzen müssen, dass wir natürlich in solchen Kontexten auch die Lebensrealitäten lebendig gestalten müssen und konfrontieren müssen. Und meine Lebenserfahrung, meine Verfolgungserfahrung hat mir gelehrt, und das habe ich ja als Chronistin des Völkermords gesehen, dass Völkermorde verteidigt werden müssen, dass Frieden verteidigt werden muss. Und so grausam das klingt, dann auch mit Waffen. Manchmal auch mit Waffen gegen IS-Mörderbanden, die keine andere Sprache sprechen. Und ich bin froh, dass am 6.8. die Amerikaner das entschieden haben, während wir in Deutschland noch diskutiert haben. Denn es ging um jedes einzelne Menschenleben. Und ich weiß, dass das eine unangenehme Wahrheit ist. Und vor allem, wenn sie aus dem Mund einer Menschenrechtsaktivistin kommt. Deswegen müssen wir immer dafür einstehen und kämpfen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Aber das, was Europa jetzt merkt, als friedensverwöhntes Europa, als Europa, was auf der Asche von Krieg gebaut ist, was wir vergessen haben, was gut ist, weil es zeigt, dass es funktioniert, ist aber, dass wir jetzt wieder ganz anders herausgefordert sind. Und darauf müssen wir Antworten entwickeln. Und wenn wir diese Antworten nicht entwickeln, dann bekommen die Extremisten das Oberwasser. Ich möchte es einem Rechten gar nicht so einfach machen. Der muss mich doch nicht aufklären über die Gefahren vom religiösen Extremismus. Das kann ich selber. Und ich sage es nochmal, das gilt ja für alle Menschengruppen, auch für meine eigene. Ich will es nochmal sagen, da war ich vielleicht mit die kritischste Stimme. Ich habe über falsch verstandene Traditionsverständnisse gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wenn sich junge Jesidinnen an mich gewandt haben und gesagt haben, ich werde hier unter Druck gesetzt, ich soll verheiratet werden.
Mein Vater setzt sich ein als Mediator. Also unsere Familiengeschichte ist sozusagen auch geprägt von Herausforderungen. Ich war nicht die Lieblingstochter. Ich war das schwarze Schaf, was immer nur Ärger gemacht hat zu Hause. Ja? Und das ist auch ein Teil einer kollektivistischen Kultur. Und wofür ich meinen Eltern heute dankbar bin, ist, dass sie diesen Weg mit uns mitgegangen sind, obwohl sie Angst hatten und obwohl diese Urangst der Verfolgung oder dass wir sozusagen der Kultur abhanden kommen, immer da war, ganz zentral. Und die geht auch nie raus, die kann nicht rausgehen bei Menschen, die das erlebt haben, was unser Volk erlebt hat. Aber trotzdem sich auf den Weg zu machen, mit uns gemeinsam und zu sehen, dass es gehen kann, dazu haben, glaube ich, auch unterschiedliche Biografien beigetragen. Und deswegen möchte ich auch heute noch mal jemanden begrüßen, der mir sehr am Herzen liegt, der uns sehr unterstützt und geprägt hat und der für ganz viele Kinder von Migranten von größter zentraler Bedeutung ist, weil er in all den Funktionen, die er besetzt, auch immer nahbar und Mensch geblieben ist. Und das ist Cem Özdemir. Schön, dass du heute auch da bist. Und Armin, ich glaube, dass wir, wie gesagt, in einer Zeit leben, wo sich jeder selber hinterfragen muss, in seiner Funktion und seiner Partei. Mit dir weiß ich, dass die CDU die Brandmauer nach rechts einhält. Das kann ich aber nicht für alle sagen. Und das ist etwas, wo ich sage, wo jede Partei sich selber hinterfragen muss, welcher Teil will ich sein und gewesen sein in der Geschichte, wenn es dann wieder so weit ist, dass wir nicht mehr reden können, wo das Reden nicht mehr hilft. Und ich glaube, jetzt sind wir alle gefragt. Das ist das, was wir auf den Demonstrationen immer wieder zeigen. Und du hast es gerade gesagt, die Inhaftnahme von Parteien und Stimmen, die findet immer statt. Aber deswegen kann ich doch nicht den Mund halten, nur weil irgendjemand mal zufällig dasselbe gesagt hat wie ich. Sondern dann ist meine Aufgabe, dass ich diese Menschen immer wieder enttäuschen werde und wir dann auf Zeit spielen und dann am Ende sich zeigen wird, wie wir das, was wir sagen, auch einlösen und gemeint haben. Und ich glaube schon, dass wir auch in einer Zeit leben, auch als zivilgesellschaftliche Akteure, wo wir alle Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, um nochmal an das Grundgesetz zu erinnern, auch unterstützen müssen. Und die Demonstrationen haben gezeigt, dass dieser Weckruf angekommen ist, aber diese Demonstrationen müssen jetzt übersetzt werden, wie beispielsweise mit dem Projekt Thüringen, von dem wir nachher noch hören werden, und dem Verfassungsblock. Das heißt, jetzt ist wirklich die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, also. Erstens, die Brandmauer steht überall in der CDU. Zweitens, dieses Wahljahr 2024 wird von besonderer Relevanz. Zunächst die Europawahlen. In Frankreich liegt in den Umfragen derzeit auf Platz 1 die Partei von Frau Le Pen. Was das für Europa bedeutet, kann man sich ausmalen. Und deshalb der Appell, bei dieser Wahl teilzunehmen und Demokraten zu wählen, ist, glaube ich, wenige Wochen vorher sehr wichtig. Drittens, die Wahlen in Ostdeutschland, dem wird quasi die Medaille heute gewidmet durch viele Preisträger, die sich da engagieren. Da ist ja eine meiner Thesen, man kann nicht sagen, das ist nur eine Landtagswahl, da gucken wir mal und dann wird es schon irgendwie gehen und man muss auch nicht dahin. Wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, möglicherweise Grüne, FDP und in manchen Ländern sogar die SPD vielleicht durch irgendeinen unglücklichen Zufall unter 5 rutschen könnte, kommt plötzlich ein Ergebnis heraus, was niemand erwartet hat. Und dann sind sie in staatlichen Machtfunktionen. Und dann haben sie die Zuständigkeit für Gerichtsbesetzungen, für Staatsanwaltschaftsbesetzungen, für Verfassungsschutz, für Medien. Und genau das muss man erkennen und wissen. Das ist nicht banal, um was es da geht in diesem Jahr. Und die dritte Bemerkung, ja, geht an die Eltern. Das war sehr mutig, dass sie in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Das war sehr mutig, dass sie hier gearbeitet haben und ihre Kinder, 11? Wir sind eine Fußballmannschaft. 11, ja, Fußballmannschaft und eine Profifußballerin ist auch dabei. Tuba ist heute hier, herzlich willkommen. Ja, also Tuba Tekal, eine Profi, steh mal auf. So, also. Spielt im Profifußball der Frauen mit. Nein. Der Dank ist von uns allen und von der deutschen Gesellschaft,
dass Sie durch Ihren Weg nach Deutschland, durch Ihre Einwanderung nach Deutschland, durch Ihre Unterstützung Ihrer Töchter und Ihrer Kinder es möglich gemacht haben, dass wir heute eine so couragierte Stimme mit dem Theodor-Heuss-Preis auszeichnen dürfen. Vielen Dank Ihnen und dir Glückwunsch.